begrüßen. 15. Dezember, der letzte Vortragstermin in diesem Jahr. In diesem Semester, in diesem Jahr des Instituts für Geschichte. Ich freue mich außerordentlich, dass wir zu diesem Thema hier nahezu wieder einen gefüllten Seminarraum 201 in der IHK am Paul-von-Hindenburg-Platz haben. Ich darf ganz herzlich begrüßen Dr. Rainer Hermeling vom Stiftungsrat der Universität Hildesheim. Hat uns auch heute die Ehre gegeben. Großartig, freue mich sehr. Es wird wahrgenommen und gesehen, dass das Institut für Geschichte immer wieder regelmäßig Veranstaltungen macht. Das freut mich besonders. Heute freut mich ganz außerordentlich, unseren Kollegen und jungen Nachwuchswissenschaftler, jungen Wissenschaftler Dr. Sören Philips vorstellen zu können. Dr. Philips ist 1971 geboren in Hildesheim. Er hat studiert in den 90er Jahren Geschichts- und Philosophiestudium absolviert an der Universität Hannover. Schwerpunkt seiner Forschung, seiner Studien, neuere Geschichte und Zeitgeschichte. Er hat das Magisterexamen 1998 abgeschlossen und anschließend dann 2002 promoviert zu einer Arbeit, die ich hier Ihnen auch zeigen will, die Frage der Wiederbewaffnung. Die Frage der Wiederbewaffnung, da geht es also um die Frage der Remilitarisierung Deutschlands. Der ursprüngliche Titel lautete die Debatte um die westdeutsche Wiederbewaffnung im Hörfunkprogramm von 1949 bis 1956. Das ist dann als Buch erschienen unter einem ausführlicheren Titel noch die Frage der Wiederbewaffnung im Hörfunkprogramm des nordwestdeutschen und süddeutschen Rundfunks von 1949 bis 1955-56. Ich lasse das Buch in dicke Schwarte, eine stattliche Dissertation herumgehen. Wir haben auch heute vereinbart, wir machen einen Vortrag, aber wir machen gleichzeitig auch eine Buchpräsentation. Vor allen Dingen auch zum Thema. Ich komme darauf noch zu sprechen. Herr Philips ist im Anschluss an seine Promotion studentische Hilfskraft und wissenschaftlicher Mitarbeiter am historischen Seminar der Universität Hannover geworden und hat sich weiterentwickelt, wie das so ist. Das kann man nachvollziehen, so wie man selbst in diesen Mustern sozialisiert worden ist. Er ist dann Lehrbeauftragter geworden am Institut für politische Wissenschaft sowie am historischen Seminar. Philips ist ein vielseitiger Mann. Geschichte, Zeitgeschichte, Politikwissenschaft, das zu verknüpfen, das, denke ich, machen auch junge, dynamische, moderne Historiker, sind anschlussfähig in alle Richtungen. Seit 2007 ist er Dr. Philips Koordinator des Masterstudiengangs European Studies an der Uni Hannover und im gleichen Jahr seit August auch wissenschaftlicher Mitarbeiter am historischen Seminar mit der Forschungsinitiative Sicherheit. Ich weiß, dass es nicht ein klassischer, konventioneller Sicherheitsbegriff ist, der Herrn Philips da umtreibt, sondern eine sehr flexible, offene Variante von Sicherheit. Lehraufenthalte hatte Dr. Philips schon eine ganze Reihe gehabt. In Kosovo, in Litauen, in Lettland, in Spanien, also in Pristina, in Vilnius, Riga, Madrid. Gefördert wurden seine Lehrtätigkeiten und seine Forschungsarbeiten durch eine Gastdozentur des Deutschen Akademischen Austauschdienstes sowie die Lehraufenthalte im Rahmen des Sokrates- bzw. LLP-Dozentenprogramms. Die Forschungsschwerpunkte, die Lehr- und Forschungsschwerpunkte von Dr. Philips drehen sich um deutsche und europäische Geschichte und Zeitgeschichte, die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Immer wieder taucht auf Öffentlichkeit, Medien, Kalter Krieg, aber auch das Thema kollektives Gedächtnis, kollektive Erinnerung, Begriffe, die Herr Philips auch mitunter synonym verwendet, wie er mir gerade eben noch verraten hat. Und ein Thema Europäische Union, Institutionen, Integrationsgeschichte und Theorie. Ich habe darauf hingewiesen, auf seine Arbeit über die Debatte der deutschen und der westdeutschen Remilitarisierung. Ich möchte darauf hinweisen, dass Dr. Philips auch gearbeitet hat über Geschichte und Öffentlichkeit, das kollektive Gedächtnis und die streitbare Zunft, Vilnius 2008, Mitteleuropa, da geht es um das Thema Origins and Pertinence of a Contested Political Concept, ein Konferenzpapier in Barcelona gehalten, dieses Jahr im August, ein weiteres Paper, das erscheinen wird nächstes Jahr, Grenzgänger, Außenseiter und Störenfriede zur Konstruktion von Normalität und Abweichung im deutschen Heimatfilm der 1950er Jahre. Und ein weiteres Paper, das erscheint im kommenden Jahr, heißt Challenging the Civilian Power Narrative. Ein
Konferenzpapier, das in Berlin gehalten wurde. Viele teilnahmen an internationalen Konferenzen, Symposien, Tagungen, so in Kosovo, in Mazedonien, Skopje, in Italien, in Siena, in Barcelona, in Groningen. Also ein internationaler Mann, der vergleichend auch europäisch arbeitet. Also laden wir noch klarerweise hier ein. Zumal gebürtiger Hildesheimer und Jörn Katzensprung von uns in Hannover tätig. Der eigentliche Grund der Einladung ist nicht der Zuckerhut, der kam uns natürlich gelegen. Die Debatte um die Frage Bürgerinitiative ja oder nein, Zuckerhut ja oder nein. Aber das Timing war doch nicht ganz so schlecht des Vortragsprogramms. Hildesheimer Gedächtnisorte, auch eine Publikation im gleichen Verlag erschienen, im Weißensee Verlag in Berlin. Eine Lokalstudie zum kollektiven Gedächtnis von der Kaiserzeit bis heute. Auch das Buch präsentieren wir heute. Ich freue mich außerordentlich, dass es gelungen ist, Sie auch zu gewinnen, Dr. Philips, zum Thema Hildesheimer Erinnerungsorte im Kontext des europäischen Gedächtnisses, des kollektiven europäischen Gedächtnisses. Ihnen gehört nun das Wort. Herzlich willkommen. Bitte. Ja, herzlichen Dank erst einmal für die Einladung und herzlichen Dank für die nette Vorstellung. Ich nehme an, dass Sie eine ganz unterschiedliche Erwartungshaltung heute haben. Einige von Ihnen werden wahrscheinlich an dem eher theoretischen Konzept der Erinnerungsorte und des kollektiven Gedächtnisses interessiert sein. Andere, so vermute ich, haben eher ein lokalhistorisches Interesse. Ich werde versuchen, den Spagat zu machen, um beide Interessenlagen abzubilden und zu berücksichtigen. Und ich möchte das ganz kurz hier vorstellen, also zunächst eine Auseinandersetzung mit dem Konzept des kollektiven Gedächtnisses und der Erinnerungsorte. Diese Begrifflichkeiten haben nicht so sehr den Nachteil, dass sie abstrakt oder schwer verständlich wären, sondern vielleicht leiden sie eher an einer Art Übermaß des Erfolges. Jeder, ich denke, wenn ich jetzt die Frage gestellt hätte, stehen Sie sich darunter vor, hätte mir wahrscheinlich jeder von Ihnen etwas dazu sagen können. Nur ob wir dann am Ende über dasselbe sprechen, ist die Frage. Deswegen möchte ich kurz etwas über die theoretische Fundierung dieser beiden Begrifflichkeiten sagen, bevor ich dann übergehe zu den Hildesheimer Erinnerungsorten im 19. und 20. Jahrhundert. Ich werde versuchen, das, was ich vorher theoretisch dargelegt habe, etwas konkreter zu machen, ein ausgewähltes Beispiel aus der Lokalhistorie, und ich versuche in einem letzten Schritt dann die europäische Perspektive mit zu integrieren und eine Kontextualisierung, also eine Integration dieser europäischen Perspektive auch vorzunehmen. Beginnen möchte ich mit dem Terminus kollektives Gedächtnis. Dieser geht zurück auf den französischen Philosophen und Soziologen Maurice Halbwachs. Halbwachs lebte und forschte in Paris, Straßburg, Chicago, sowie für kurze Zeit auch in Göttingen. Er wurde 1944 in Paris von der Gestapo verhaftet und im März 1945 im KZ Buchenwald ermordet. Seine Hauptwerke, das kollektive Gedächtnis und das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen, wurden aus dem Nachlass veröffentlicht und in viele Sprachen übersetzt. Daher erklärt sich auch ein Stück weit die zeitliche Verzögerung. Halbwachs Werk wurde seit Mitte der 80er Jahre ungefähr auch in Deutschland rezipiert, und zwar mit zunehmendem Interesse. Im Kern beschäftigte sich Halbwachs mit der Frage, welchen Anteil soziale Gruppen, also das Kollektiv, die Gesellschaft, die Gemeinschaft, an den Erinnerungen des Individuums haben. Oder in Halbwachs Worten, Zitat, inwieweit man sagen kann, dass das Gedächtnis von der gesellschaftlichen Umwelt abhängt. Das war eine etwas seltsame Frage. Werden Erinnerungen doch als ausschließliche oder autonome Domäne des Individuums, an dem andere wenig oder überhaupt keinen Anteil zu haben schienen. Halbwachs dagegen argumentierte, dass, Zitat, ganz sicher die meisten unserer Erinnerungen uns dann kommen, wenn unsere Eltern, unsere Freunde oder andere Menschen sie uns ins Gedächtnis rufen. Meistens erinnere ich mich, weil die anderen mich dazu antreiben, weil ihr Gedächtnis dem meinen zu Hilfe kommt, weil meines sich auf ihres stützt. Es gibt da nichts zu suchen, wo sie die Erinnerungen sind, wo sie aufbewahrt werden, in meinem Kopf oder in irgendeinem Winkel meines Geistes, zu dem ich allein Zugang hätte. Sie werden mir ja von außen ins Gedächtnis gerufen, und die Gruppen, denen ich angehöre, bieten mir in jedem Augenblick die Mittel, sie zu rekonstruieren, unter der Bedingung, dass ich mich ihnen, diesen Gruppen, zuwende und dass ich zumindest zeitweise ihre Denkart annehme. Zitat Ende.
Erinnerungen entstehen also durch soziale Interaktion. Das Vergangene wird aber durch die Gruppe nicht bloß wieder wachgerufen, es wird rekonstruiert, wobei man, so halbwachs, von der Gegenwart ausgeht. Darüber hinaus wird die Vergangenheit, und dies unterscheidet kollektive Erinnerungen von der Geschichte, überhaupt erst dann sozial rekonstruiert, wenn Teile von ihr für eine soziale Gedächtnisgruppe in der Gegenwart von Bedeutung sind. Konkret bedeutet dies, dass eine soziale Gruppe aus dem Strom vergangener Ereignisse diejenigen auswählt, die für sie und ihren Zusammenhalt oder, wie Halbwachs sagt, für ihre Existenz als Gedächtnisgruppe wichtig sind. Dieser Rekonstruktionscharakter der Erinnerung bleibt dabei den Gruppenmitgliedern weitestgehend verborgen. Ebenso wie die Übertragung der Vergangenheit in Konventionen, deren Gültigkeit auf die Gruppe allein beschränkt bleibt. Für kollektive Erinnerung ist die ständige physische Anwesenheit der Gedächtnisgruppe oder einzelner ihrer Mitglieder keine notwendige Voraussetzung. Kollektive Erinnerungen werden auch dann gebildet, wenn sich ein Individuum im Geiste auf diese Gedächtnisgruppe bezieht und an ihr orientiert. Das Eingebundensein in das soziale Beziehungsnetz bewirkt die Übernahme kollektiver Erinnerungen, ebenso wie das Loslösen von der Gruppe vergessen mit sich bringt. Damit können wir insgesamt folgende Charakteristika des kollektiven Gedächtnisses festhalten. Wir hatten gesehen Selektivität, die Auswahl aus der Vergangenheit, Konstruktivität der Erinnerung, Gegenwartsbezug, die soziale Interaktion und die Multiplizität. Im Grunde müsste man also das kollektive Gedächtnis stets im Plural verwenden, da es von der Konsequenz dieser Überlegung ebenso viele kollektive Gedächtnisse und kollektive Erinnerungen gibt, wie soziale Gruppen existieren. Soziale Gruppen können auf lokaler, regionaler Ebene oder sogar auf der Ebene ganzer Nationen angesiedelt und damit unterschiedlich groß und von unterschiedlicher Dauer sein. Per Definition aber ist die Lebensdauer dieser kollektiven Gedächtnisse auf die Lebenszeit der Mitglieder der sozialen Gruppe beschränkt. Stirbt diese oder löst sich die soziale Trägergruppe aus anderen Gründen auf, so geht auch ihr kollektives Gedächtnis unter. An diesem Punkt setzen die Überlegungen des französischen Historikers Pierre Nora an. Er entwickelte die Grundidee vom kollektiven Gedächtnis weiter, indem er den Moment der Auflösung der sozialen Trägergruppe kollektiver Erinnerung in den Blick nahm. Nora breitete seine Überlegungen zum Verhältnis von Gedächtnis und Geschichte zusammen mit anderen französischen Historikern im editorischen Großwerk Les Lieux de Mémoire aus, als deren Herausgeber der Ordnung wird. Wir sind über diese französischen Erinnerungsorte mittlerweile 7 Bände erschienen. Das essayistisch gehaltene Vorwort erschien 1984 als eigenständige Publikation unter dem deutschen Titel Zwischen Geschichte und Gedächtnis, die Gedächtnisorte. Die zentrale Frage lautete, was geschieht mit den Erinnerungen, wenn die soziale Trägergruppe sich auflöst, untergeht oder aus anderen Gründen verschwindet. Die sozial konstruierte Erinnerung, zentral noch für Halbwachs, ist Nora zufolge gegenwärtig infolge geänderter gesellschaftlicher Rahmenbedingungen in Auflösung begriffen. Zitat: Nur deshalb spricht man so viel vom Gedächtnis, weil es keines mehr gibt. Das Substrat dieser Wandlungsprozesse bezeichnet Nora als Gedächtnisort, lieu de mémoire, wobei Ort nicht als Ort im strengen Sinne verstanden wird, sondern als allgemeine Bezeichnung für einen materiellen Bezugspunkt in der Gegenwart, an den sich kollektive Erinnerungen anlagern, eben deshalb, weil ihr natürlicher Träger, die Gedächtnisgruppe, diese Funktion nicht mehr übernehmen kann. Anders gesagt, im Moment des Verschwindens sozialer Erinnerungsgruppen beginnen die kollektiven Erinnerungen sich an diesen Kristallisationskernen an- und abzulagern. Gleichsam die Treibgut auf dem Strand, wenn sich das Meer des kollektiven Gedächtnisses zurückzieht. Nora gibt mit Bezug auf Frankreich zahlreiche Beispiele für solche Erinnerungsorte. Erinnerungsorte in allen Bedeutungen des Wortes. Geschichtsbücher der nationalen Geschichte Frankreichs, Memoiren von Staatsmännern, Museen, Archive, Feste, Jahrestage, Denkmäler, Wallfahrtsstätten. Insgesamt, Zitat, alles, was mit dem Totenkult zu tun hat, was zum kulturellen Erbe gehört, alles, was die Präsenz der Vergangenheit in der Gegenwart regelt. Zitat Ende. Angesichts dieser großen und nahezu unüberschaubaren Menge disparaten Materials versuchte Nora, weitere Kriterien von Erinnerungsorten zu definieren. Diese zeichnen sich demnach durch eine materielle,
funktionale und symbolische Ebene aus, die parallel zueinander existieren, aber in ihrer konkreten Erscheinungsform unterschiedlich gewichtet sein können. So überwiegt etwa bei einem Archiv oder Archivdepot die materielle Komponente, bei einem Schulbuch die funktionale und bei einer Schweigeminute ist der materielle Aspekt so gut wie nicht mehr vorhanden, der symbolische dagegen sehr stark präsent. Was folgt aus dem bisher Gesagten von der Geschichtswissenschaft? Und was kann man über das Verhältnis von kollektivem Gedächtnis, Erinnerungsort und Geschichte oder Geschichtswissenschaft sagen? Welchen Nutzen kann Letztere aus den bisherigen Erinnerungen ziehen? Zunächst bleibt festzuhalten, dass Maurice Halbwachs die Geschichte durchaus als Gegensatz zum kollektiven Gedächtnis betrachtet. Was nicht mehr erinnert wird, mit anderen Worten, was keine gelebte Bedeutung mehr besitzt, geht über in den Fundus der Geschichte, die ihrerseits indifferent gegenüber solchen Bedeutungszuschreibungen ist. Die kollektiven Erinnerungen stiften Gemeinschaft und Zusammenhalt. Und zu diesem Zweck wird in ihnen ein Bild der Vergangenheit rekonstruiert, das eben diese, und zwar nur diese, Funktion erfüllt. Das Diktum Leopold von Lankes, es sei Aufgabe des Historikers, zu zeigen, wie es eigentlich gewesen, ist nicht das vordringliche Anliegen kollektiver Erinnerung. In Funktion, Methodik und Inhalt ergeben sich wesentliche Unterschiede zur wissenschaftlichen Betrachtung der Vergangenheit durch die Geschichtsforschung. Ähnliches gilt für die Erinnerungsorte, die ja quasi die kollektiven Erinnerungen in die Gegenwart fortschreiben und dafür materielle Bezugspunkte zu Hilfe nehmen. Erinnerungsorte sind aber nicht einfach da, ebenso wenig wie kollektive Erinnerungen einfach da sind. Sie werden konstruiert und müssen über den Weg einer ständigen Neuaneignung aktualisiert und in die Gegenwart einbezogen werden, da sie andernfalls ihre gemeinschaftsbildende, identitätsstiftende Kraft verlieren. Gemeinschaftsbildung, Identitätsstiftung, das wiederum entspricht nicht unbedingt dem Selbstverständnis moderner Historiker und ihrer Aufgaben. Vielmehr arbeiten diese daran, die bei solchen Prozessen entstehenden Verzerrungen und Mythen zu dekonstruieren. Wenn das so ist, was gewinnt dann der Historiker vom Umgang mit derart komplexen, subjektiven und schwierigen Untersuchungsgegenständen? Meines Erachtens gewinnt ja zunächst eine neue Frage und Forschungsperspektive auf die Vergangenheit, und zwar dadurch, dass nun nicht die Vergangenheit als solche, sondern die sozialen Verständigungsprozesse, einfacher gesagt der öffentliche Umgang mit Geschichte, in den Blick genommen werden können. Die Verwendung der Kategorie kollektives Gedächtnis und Erinnerungsorte erlaubt zudem die Identifikation von zentralen Bezugspunkten zur Vergangenheit. Über den Weg ihrer kritischen Analyse lassen sich so Aussagen über die gesellschaftliche Wirklichkeit zu unterschiedlichen Zeitpunkten in der Vergangenheit gelingen. Pierre Nora bezeichnet das, Zitat, zyklische Wiederauftauchen seiner veränderten Bedeutung im Bewusstsein von Menschen, Zitat Ende, als das zentrale Charakteristikum der Erinnerungsorte. Diese seien wiederum, Zitat, gleichsam russische Puppen der Bedeutung. Die Gründe für dieses zyklische Wiederaufleben zu verschiedenen Zeiten zu erforschen, ist eine so spannende wie lohnenswerte Aufgabe für Historiker. Abschließend, dieser letzte Punkt, führt zugleich zu einer stärkeren Wahrnehmung der Vielzahl von Perspektiven auf die Vergangenheit. Diese Perspektiven werden dadurch zwar nicht zwangsläufig in den Rang wissenschaftlich objektiver Fakten erhoben, können aber als Phänomene neuen Typs wahr und ernst genommen sowie der Forschung zugänglich gemacht. So viel zum theoretischen Bezugsrahmen. Wie angekündigt, möchte ich das bislang Gesagte am Hildesheimer Beispiel, vor allem Straßennamen und Denkmäler, illustrieren. Warum Straßen? Straßen und ihre Namen vor allem können durchaus als Erinnerungsort gelten, sind sie doch durch das Nebeneinander von praktischer Funktion und symbolischem Gehalt gekennzeichnet. Ich möchte mit einem Beispiel aus der Zeit des Deutschen Kaiserreiches beginnen. Die Gründung des Deutschen Kaiserreichs durch Otto von Bismarck 1871 war eine in vielerlei Hinsicht unerwartete. Sie enttäuschte die Großdeutschen, ließ die Katholiken zunächst am Rande stehen und verfehlte die Integration der Sozialdemokratie und ihrer Anhänger in den neuen Staat, die sich einer autoritär-konservativ-agrarischen Koalition in Anführungsstrichen gegenüber sah. Überkommene Wirtschaftsweisen, vor allem auf dem Agrarsektor, und der parallel dazu stattfindende Innovationsschub in den neuen Industriebereichen, vor allem der Chemie- und Elektroindustrie,
sorgten für soziale und politische Spannungen, nicht zuletzt angesichts eines selbstbewusster werdenden Bürgertums auf der einen und eines rückständigen politischen Systems auf der anderen Seite. Eine innere Reichsgründung, die der äußeren folgen sollte, schien notwendig zu sein. Gleichzeitig forderte das Bürgertum eine seiner ökonomischen Bedeutung entsprechende Mitsprache im Kaiserreich. Es ist daher kein Zufall, dass gerade in diesem Zeitraum, also von 1871 bis zum Ersten Weltkrieg, viele Straßenbenennungen in Hildesheim zu verzeichnen sind, die man allgemein als kulturelle Namensgebung definieren kann. Besonders um die Jahrhundertwende tauchen verstärkt Namen etwa der bedeutenden Nationaldichter Goethe, Schiller, Lessing, von Komponisten Mozart und Wagner oder von Wissenschaftlern Gauss auf. All diese Straßennamen in diesem Zeitabschnitt. Vor allem das Gehobene und das Bildungsbürgertum definierte sich und seinen gesellschaftlichen Status auf der Grundlage von selbsterworbenem Besitz und Bildung, nicht auf der Basis überkommener Adelsprivilegien. Es waren daher in vielen deutschen Städten bürgerliche Initiativen, die sich gerade für diese Straßenbenennungen einsetzten. Hildesheim stellte hier keine Ausnahme dar. Die meisten Namen dieser Kategorie wurden für Straßen in eher bürgerlich geprägten Wohngegenden vergeben. Und das ist eigentlich auch noch ein Hintergrund für heute, wenn Sie beispielsweise auf Wohnungssuche in einer fremden Stadt sind und diese Stadt nicht kennen, orientieren Sie sich im Stadtplan an den Mozart-, Bach- und Wagner-Straßen. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass das eine gehobene Wohngegend noch immer darstellt. In Hildesheim war jedoch eine Gruppe von Straßennamen noch stärker zu verzeichnen, die ich als historisch-politische Namen bezeichnen möchte. Darunter fallen Namen der Angehörigen des Herrscherhauses, also Wilhelm, Luise, Augusta, Friedrich, Otto, Kaiser Friedrich, Kaiser Wilhelm, sowie die handelnden Personen der Reichsgründung, allen voran Bismarck, der durch Straße und Platz doppelt geehrt wurde, und Namen, die anknüpften an militärische Ereignisse, die für die Bildung des deutschen Nationalstaats bedeutsam waren. Dabei wurde nicht nur auf den Krieg von 1870-71, sondern auch auf die Befreiungskriege Bezug genommen und so eine historische Kontinuitätslinie hergestellt, die künftige Generationen an den Ursprung des Kaiserreiches und der deutschen Nation erinnern soll. Diese scheinbare Gradlinigkeit, also die Zwangsläufigkeit, wiederum in Anführungsstrichen, der historischen Entwicklung hin auf den deutschen Nationalstaat in seiner konkreten Form des Kleindeutschen Kaiserreiches von 1871, war zugleich ein gängiges Deutungsmuster der zeitgenössischen Geschichtswissenschaft unter dem Stichwort des Historismus. Beispiele für Namen dieser Kategorie, die sich auf den Krieg 1870-71 beziehen, Gravelotte, Virville, Orléans, Spichern, Sedan oder auch Göben, ein preußischer General, der in besagten Schlachten tätig war. Für die Namen im zeitlichen Umfeld der Befreiungskriege, Scharnhorst natürlich als Heeresreformer, auch die Bücherstraße, die Körnerstraße oder die Waterloo-Straße. Diese Kategorie der letzten Namen, der historisch-politischen, ist quantitativ die stärkste, und zwar bei Weitem. Es dominieren dabei Namen mit militärischem Bezug. Zum Beispiel gab es einen Kanonenweg. Was insofern nicht verwundert, als dass, und hier zitiere ich den Historiker Peter Brandt, nicht die in sich gespaltene Nationalbewegung, sondern die preußische Armee das Einigungswerk vollbrachte. In der Gesamtsumme von ungefähr 50 Straßennamen dieser Kategorie, über den einen oder anderen kann man sicherlich streiten, aber was an der Relation nichts ändert. In der Gesamtsumme tauchen verschwindend weniger auf, die an die liberale Tradition der Nationalbewegung erinnern. Ein Beispiel, ein klares Beispiel wäre beispielsweise Stübe, also die Stübestraße, als Name eines gemäßigt liberalen Politikers der Märzregierung bei der Revolution 1848. Beides unterstreicht die Intention der Reichsgründung, eine spezifische Perspektive als militärisch-autoritäre Staatsgründung von oben zu unterlegen. Die Straßenbenennungen waren Ausdruck der Selbstvergewissung eigener Stärke nach außen, beziehungsweise stellten implizit die Aufforderung dar, sich auf preußisch-militärische Kategorien bei der Kommemorierung der Reichsgründung zu beziehen. Die Betonung des dynastischen Prinzips, Kaiserstraße etc., Namen von Angehörigen des Herrscherhauses, war zudem eine klare Positionierung gegen die liberal-demokratischen Elemente der Nationalbewegung, die ihrerseits bei der Vergabe von Straßennamen in diesem Zeitabschnitt
keine nennenswerte Berücksichtigung fanden. Vor diesem Hintergrund muss die eingangs erwähnte Vergabe von Straßennamen der kulturellen Kategorie als Kompromiss- oder Kombinationsangebot erscheinen, welches dem Bürgertum ermögliche, sich ebenfalls wahrnehmbar im öffentlichen Raum zu repräsentiert zu fühlen. Bezeichnend ist dennoch die Relation beider Namenskategorien zueinander. Das Gesamtbild deutet hin auf die Existenz verschiedener kollektiver Gedächtnisse und verschiedener sozialer Gruppen, die miteinander um ihre Repräsentation im öffentlichen Raum Hildesheims konkurrieren. Dabei wird jeweils ein für diese Gruppen wichtiger, spezifischer Ausschnitt aus der Vergangenheit betont, dem, zumindest implizit, allgemeine Verbindlichkeit zugesprochen wird. Beides illustriert die Multiplizität und den meist unbewussten Selektionsvorgang bei der Rekonstruktion kollektiver Erinnerungen. Denn von Dissensen bei den erwähnten Straßenbenennungen berichten weder die zeitgenössischen Protokolle der städtischen Kollegien noch die Hildesheimer Allgemeine Zeitung, die jeweils die Straßenbenennung kurz in einer Notiz erwähnt. Über Reaktionen der Anwohner oder anderer Zeitungsleser erfahren wir nichts. Wir können daher nur mutmaßen, dass der derart ausbalancierte öffentliche Raum in Hildesheim die verschiedenen kollektiven Gedächtnisse seiner Bewohner in einer für diese akzeptablen und für die Zeit und das Kaiserreich insgesamt durchaus typischen Weise widerspiegelte. Während Straßennamen ja beiläufig wahrgenommen werden, ist die Errichtung von Denkmälern mit deutlich stärkerem öffentlichen Aufwand und öffentlicher Aufmerksamkeit verbunden. Nicht zuletzt deshalb, weil die Errichtung von Denkmälern andererseits Straßenbenennungen beträchtliche finanzielle Unterstützung seitens der Bevölkerung voraussetzt. Die Vorgeschichte der Denkmalserrichtung in Hildesheim zeigt den starken Einfluss bürgerlicher Gruppen, die ausschlaggebend für ihre jeweilige Realisierung gewesen sind, was erneut einem allgemeinen Trend im Kaiserreich entspricht. Denkmalserrichtungen vollzogen sich über einen vergleichsweise langen Zeitraum von oft mehreren Jahren und in verschiedenen Phasen. Typischerweise die Gründung eines bürgerlichen Denkmalkomitees, danach Werbung um finanzielle Unterstützung. Auch hier haben wir die Beteiligung der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung als Werbeforum durch wiederholte Aufrufe zu spenden. Danach Berichte über Baufortschritte, verbunden mit weiteren Spendenaufrufen. Die mediale Begleitung der öffentlichen Einweihung, der Berichterstattung zu den Feierlichkeiten sowie spezifische, in Anführungsstrichen, Interpretationsanleitungen, die sich durch Festreden, weitere Berichte, Zeitungsberichte und Leserbriefe ausdrückten. In Hildesheim wurden während des Kaiserreichs unter anderem errichtet das Kriegerdenkmal für die Angehörigen des 79. Infanterieregiments, das Denkmal Bischof Bernwards, das Denkmal von dem Hildesheimer Lehrer und Professor Deunis aus Anlass seines 100. Geburtstages 1905, sowie das Kaiser-Wilhelm-Denkmal und das Bismarck-Denkmal. Es zeigt sich schon in dieser Aufzählung sowohl die unterschiedlichen Denkmalskategorien, die sich wiederum auf lokale, allgemein kulturelle oder nationale bzw. militärische Aspekte der Geschichte beziehen, als auch ihr zahlreiches Vorhandensein im öffentlichen Raum. Zeitgenossen sprachen zur Jahrhundertwende auch von einer Denkmalspest oder Denkmalsblut, die sich insbesondere auf die vielerorts entstehenden Bismarcktürme bezog, von denen es nur einige wenige ästhetische Varianten gab. Hier eine Auswahl von Bismarcktürmen. Es ist nicht der Hildesheimer Bismarckturm, sondern es sind Bilder aus Marburg, Stuttgart und Viersen. Diese folgen alle dem Modell Götterdämmerung. Dieses Modell war hervorgegangen aus einem Wettbewerb, den die deutsche Studentenschaft gemacht hatte. Und das war sozusagen einer der siegreiche Entwurf, der dann auch schließlich in Hildesheim realisiert worden ist. Wie gesagt, das sind Bilder aus Marburg, Stuttgart und Viersen. Und er fand dieser Stil der Bismarck-Denkmäler fand eben deutschlandweit verbreitet. Der Hildesheimer Bismarckturm wurde, wie Hildesheimer Allgemeine Zeitung berichtete, von Personen initiiert, die an der öffentlichen Bismarck-Geburtstagsfeier im April 1897 beteiligt gewesen sind. Es waren dies, und ich zitiere aus der Hatz,
national gesinnte Kreise unserer Stadt, der Liberale Verein unter Vorsitz Direktor Schochs, Herr Fabrikant Luis Brehme, Stadtsyndikus Göttingen sowie die Nationalliberale Partei und ihr Vorsitzender Wienold sowie Kaufmann Warnecke, womit Angehörige des Bürgertums beim Rot stark repräsentiert waren. In den Folgetagen erwähnte die Hatz, dass Bismarck-Denkmäler bereits in über 200 deutschen Städten errichtet worden seien oder werden sollten. Der dem Bürgertum nicht fremde Konkurrenzgedanke spielte daher wohl ebenfalls eine Rolle. Wir finden in diesen Zeitungsberichten auch die Erwähnung der Rolle dieser Bismarck-Türme für den Fremdenverkehr, dass also die Bismarck-Türme als etwas angesehen wurden, das die Attraktivität von Hildesheim als Besuchsort steigern könnte. Anlässlich der Einweihung des Denkmals im Jahr 1905 rief die Hatz die gesamte Einwohnerschaft von Stadt und Land Hildesheim zur Teilnahme auf und versäumte auch nicht, Zitat, alle Berufsklassen anzusprechen und bei den Unternehmern dafür zu werben, ihre Angestellte so früh wie möglich zu entlassen, dass diese sich am Festzug beteiligen können. Sowohl die Feierlichkeiten, die dort gehaltenen Festreden, als auch die mediale Begleitung dieses großen Ereignisses durch die Hatz zielten darauf, die Ausgaben des Denkmals in möglichst vielen Köpfen zu verankern und dieses als, Zitat, Sinnbild der Einheit Deutschlands anzunehmen. Indirekt wurde damit der Notwendigkeit Ausdruck verliehen, diese innere Einheit überhaupt erst herzustellen. Ein Leserbrief an die Hatz vom 1. April 1905 illustriert dies, indem ein Katholik, hat sich selber so genannt, also Zitat, ein Katholik feststellt, dass, Zitat, jede Anspielung vermieden worden sei, welche die katholischen Mitbürger hätte unangenehm berühren können. Zitat Ende. Der Leitartikel, der Hatz kommentiert zustimmend, dass der Festausschuss von vornherein die Absicht gehabt habe, alles zu verhindern, was in dieser Beziehung vielleicht irgendwie verletzend gewirkt hätte. Damit spiegeln sich die im Kaiserreich bestehenden Konfliktlinien auch im Hildesheimer Kontext wider, indem es von 1871 bis 1910 einen bei etwa 33% liegenden, konstanten katholischen Bevölkerungsanteil gegeben hat. Dieser war in der öffentlichen Symbolik so daher auch ein durchaus zu berücksichtigender Faktor. Das Hildesheimer Bismarck-Denkmal kann zum Zeitpunkt seiner Errichtung daher als typischer Vertreter seiner Gattung gesehen werden. Dafür sprechen die soziale Zusammensetzung des Denkmalkomitees, die Übernahme der beispielgebenden monumentalen Entwurfs mit Bezügen zur mittelalterlichen Formensprache, sowie die intendierte Wirkung, nämlich, und da zitiere ich wiederum, die Hatz, Stärkung des patriotischen Sinns, Begeisterung für das Vaterland und innere Harmoniestiftung. Gesellschaftliche Konfliktlinien wurden mit Hilfe des Appells an nationale Geschlossenheit zu unterdrücken gesucht. Bismarck-Denkmäler zählen daher in den Worten des Historikers Thomas Nipperdey zu den Denkmälern der nationalen Sammlung. Das Bismarck-Denkmal und der Bismarck-Kult des Kaiserreiches erfüllten also eine soziale und eine politische Funktion. Beide waren Ausdruck einer intendierten Beeinflussung des kollektiven Gedächtnisses und zugleich dessen sichtbarer Repräsentant. Während sich die Zeitumstände änderten, blieb die architektonisch abstrakte Form des Denkmals unverändert. Dies bedeutete, dass auf dem Wege der Interpretation eine Anpassung der Denkmalsaussage an sich ändernde Zeitumstände erfolgen musste, sollte das Denkmal seine Funktion als Erinnerungsort beibehalten. Während der Zeit des Nationalsozialismus berichtete die Hatz am 8. März 1935 ausführlich über das kommende 120. Jubiläum des Geburtstages von Bismarck. Vokabeln wie Neubegründer, Einiger und Schmied des wiedererstandenen oder auch wiedererstarkten Deutschen Reiches waren kraftvolle Vokabeln, die nicht zufällig dem Selbstverständnis des Regimes entsprachen. Betont wurde außerdem die, wiederum Zitat, Dankesschuld des deutschen Volkes, die es abzutragen wollte, sowie die damalige Opferfreudigkeit der Bewohner von Stadt und Land. An dieser Stelle lassen Sie sich mal das Wort Opfer auf der Zunge zergehen. Mit Opfer waren natürlich die Spenden gemeint. Und im Hinblick auf das, was dann in diesem zweiten Zeitabschnitt kam, konnte man Opfer eben durchaus auch anders verstehen. Ausführlich wird in diesem Zusammenhang auch der Fackelzug der damaligen Einweihungsfeier erwähnt. So wurde
nicht nur eine Kontinuitätsvorstellung von Bismarck zu Hitler hergestellt, sondern auch eine Rückbindung der NS-Symbolik, Stichwort Fackelzug, an die deutschnationale Tradition erreicht. Dies war nicht bloß ein propagandistischer Trick, sondern belegt die veränderte Schwerpunktsetzung in der Deutung des Denkmals, welches nun für Opferung und Hingabe angesichts nationaler und wahrhaft historischer Aufgaben stehen sollte. Der Verständigungsprozess, hier in Anführungsstrichen, über die Vergangenheit, die Rekonstruktion kollektiver Vorstellungen erfolgte so unter maßgeblicher Beteiligung des Zeitungsmediums, hier also der Hartz. Was ohnehin ein allgemeines Merkmal ist, nämlich die zunehmende Rolle der Medien bei der Aktualisierung und Neu- oder Reinterpretation kollektiver Erinnerungen und Erinnerungsorte. Nach 1945 wurde in der Direktive Nummer 30 des Alliierten Kontrollrats in Deutschland die Entfernung aller NS-Symbolik aus dem öffentlichen Raum verfügt. Die abstrakte Form des Bismarcktums vereinfachte dessen Uminterpretation, die etwa beim in der Wanderrepublik neu geschaffenen Kriegerdenkmal am Galgenberg schon schwieriger war. Und dies den sozialen Nutzungskontext in der Zeit zuvor in Vergessenheit geraten. So konnte der Bismarckturm schon 1954 wieder öffentlich genutzt werden. Diesmal, wie Hartz erneut berichtete, als, Zitat, Denkmal für die Einheit Deutschlands und als Freiheitssymbol. In der Hartz vom 19. bzw. 20. Juni 1954 natürlich aus Anlass des Tages der Deutschen Einheit. Nicht unerwähnt darf dabei bleiben, dass sich an den jährlichen Festreden auch Vertreter der vertriebenen Verbände beteiligten und den Gedenktag und der Neunutzung des Bismarck-Denkmals insgesamt oftmals eine revanchistische Note verliehen, indem sie Gebietsansprüche formulierten oder sich auf den Kalten Krieg und die Rolle Deutschlands in der Ost-West-Auseinandersetzung bezogen, was die öffentlich intendierte Friedens- und Freiheitssymbolik ein Stück weit relativierte, dem Einheitsgedanken dafür aber eine gruppenspezifische Nuancierung verlieh. Für die 50er und 60er Jahre kann man also auch hier eine Konkurrenz um Deutungshoheiten verfolgen, die aber gerade durch ihr Vorhandensein die immer noch existierende Wirksamkeit des Erinnerungsortes Bismarck-Denkmal unter Beweis stellt. Klar wird auch, dass es nicht allein die physische Existenz oder die materielle Beschaffenheit des Denkmals ist, welche Aussagen über die Vergangenheit hervorruft, sondern dass es ein sozialer Nutzungskontext ist. Wir haben gesehen, Feiern, Festreden, Zeitungsberichte, Leserbriefe. Ein sozialer Nutzungskontext ist, der diese Funktion übernimmt und eine zeit- und kontextspezifische Aktualisierung der Denkmalsaussage bewirkt. In den deutschen Erinnerungsräumen, dem dreibändigen deutschen Pendant zu dem französischen Lien de Mémoire, stellt die Erinnerung an Bismarck als Person, als symbolischer Bezugspunkt, als Mythos und als Quelle nationaler Selbstvergewisserung, denn auch ein wichtiges Kapitel dar. Bevor ich versuchen werde, das bisher Genannte in einen europäischen Kontext zu stellen, komme ich zu einem letzten Hildesheimer Beispiel, nämlich der Altstadt bzw. ihrer Zerstörung und speziell zum Knochenauer Amtshaus als meines Erachtens Erinnerungsort sui generis. Am 22. März 1945 wurde die als Nürnberg des Nordens berühmte Fachwerk-Altstadt durch einen britischen Bombenangriff im Rahmen der Moral Bombing-Strategie fast vollständig zerstört. Von 1500 Fachwerkhäusern blieben 200 erhalten, 90% der historischen Altstadt gingen in Flammen auf. Das sind beides Bilder von ungefähr 1930. Links sehen Sie die Schuhstraße und rechts die Andreaskirche mit einem Teil der Altstadt. Seit der ersten Phase des Wiederaufbaus wurde in Hildesheim die Frage des Umgangs mit dem zerstörten historischen Ensemble der Stadt, speziell dem Marktplatz, aber auch den restlichen Altstadtbauten, diskutiert. Dabei standen jedoch die unmittelbaren praktischen Erfordernisse im Wohnungsbau und im Verkehrswesen im Vordergrund. Ein Leserbrief vom 26. Februar 1953 an die Hartz fasste diese Problematik wie folgt zusammen. Zitat: Das alte Hildesheim ist nicht mehr. Wir brauchen in erster Linie Wohnungen für unsere sehnsüchtig darauf wartenden Hildesheimer auf dem Lande und keine Amtshäuser mit Schnitzereien. In einem Museum könnte die alte Stadt im Kleinen angelegt werden und somit Zeugnis ablegen von der Baukunst unserer Vorfahren. Gebt Hildesheim ein sich der Zeit anpassendes Gesicht. Zitat Ende. Dies gibt jedoch eine Minderheit im Land. Eine Artikelserie in der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung unter dem Titel Hildesheimer Kleinigkeiten versuchte dagegen sowohl die Erinnerung an das Hildesheim vor der Zerstörung wachzuhalten, als auch die Neuankömmlinge
Landflüchtlinge, wiederkehrende Kriegsgefangene, Vertriebene, mit diesem zentralen Bestandteil der städtischen Identität vertraut zu machen. Davon zeugen Titel wie Mit den Menschen stirbt die Erinnerung aus, vom Februar 1954, Heute vor 9 Jahren, als das alte Hildesheim starb, in Klammern In Memoriam, Irum, von 1954, Die Reste unserer Fachwerkbauten, vom Juni 1954, Vor der Zerstörung und heute, Ein Gang durch den Hückedan, vom Oktober 1954 und Spaziergang durch die alte Schulstraße, vom 26. Oktober 1954. Mit Fotos wurde versucht, den materiellen Verlust auf einer mentalen oder imaginären Ebene zu kompensieren. Gleichzeitig wurde bei den Hildesheimer selbst das innere Bild der alten, vertrauten Umgebung wachgehalten. Aber dieser Blick zurück erfüllte gerade in der Umbruch- und Aufbauphase nach 1945 noch eine weitere Funktion in der purer Nostalgie. Mangels eines positiven Konsenses in Westdeutschland in Bezug auf die eigene Identität angesichts der Diskreditierung des Nationalen durch Nazi-Verbrechen, Kriegsende und Holocaust, angesichts der Verunsicherung über positive Deutungsmuster der eigenen deutschen Geschichte, konnte eine Wiederaufnahme des politisch unverdächtigen, der politisch unverdächtigen kulturellen Tradition des Mittelalters als durchaus attraktive Option erscheinen und den Wunsch fördern, ein positives Selbstbild auf dieser Grundlage zu schaffen. Die Altstadt, die Fachwerkarchitektur, letztlich alle die Vergangenheit tradierenden Elemente im Hildesheimer Stadtbild wären insofern die letzt oder die zeitlich letztmöglichen kanonischen Symbole, auf die eine geschichtliche Rückbindung in jener Zeit noch möglich erschien. Der lange dazwischenliegende und bis zur Gegenwart der 50er Jahre andauernde Zeitraum wäre indirekt Ausdruck tiefer Verunsicherung in Bezug auf identitätsstiftende historische Bezugspunkte und Symbole. Dieser Funktionszusammenhang schlug das zerstörte Hildesheim und vor allem seine Altstadt als Ganzes in die Nähe eines Denkmals oder Erinnerungsortes, in des Wortes doppelter Bedeutung, da ihr wesentlicher Aspekt die Erinnerung und handlungsleitende Orientierung für die Gegenwart zu sein scheint. Darauf deutet nicht zuletzt die Flut von Leserbriefen, Zeitungsartikel und Einzeldarstellungen über einen langen Zeitraum von den 50er Jahren, dort natürlich massiv, bis weit in die 80er Jahre hin. Angesichts der materiellen Zerstörung kann man im Umkehrschluss vermuten, dass Hildesheim sich über diesen Zeitraum wesentlich über kulturelle und ästhetische Attraktionen, die aus der geschichtlichen Vergangenheit fortexistierten, definierte. Wenn, wie die Hatz 1954 schrieb, mit den Menschen auch die Erinnerung an die Altstadt ausstirbt, dann drohte in der Nachkriegszeit eine Leerstelle zurückzubleiben. Dies erklärt auch die emotionale Qualität der damit verbundenen Erinnerung sowie den bald aufkommenden Wunsch, die nur noch mental vorhandenen Orte auch physisch wieder entstehen zu lassen. An dieser Stelle wage ich eine These. Es ist meines Erachtens kein Zufall, dass das Knochenhauer Amtshaus, das als Pars pro toto für das EWB Altstadtgesagte steht, innerhalb derjenigen Generation wiedererrichtet wurde, die selbst noch lebendige Erinnerungen an Hildesheim vor der Zerstörung besaß. Dann kommen wir zum letzten Beispiel, nämlich dem Knochenhauer Amtshaus. Das Knochenhauer Amtshaus als das Symbol halt Hildesheims schlechthin. Sehen wir hier auf einem Foto von 1930. Nach 1945 blieb so auch der Wunsch nach seiner Wiederherstellung lebendig. Ursprünglich war es im Jahr 1529, wie Sie wissen, als Amtshaus der Metzger erbaut worden und die Wiedererrichtung konnte erst nach dem Konkurs des Hotels Rose, das am gleichen Ort wie das ehemalige Knochenhauer Amtshaus errichtet wurde, in den 80er Jahren in die Tat umgesetzt werden. Die Diskussion darum begann aber auch schon da, kurz nach Kriegsende. Und auch hier hielten Publikationen verschiedenster Art die Erinnerung der Zeitzeugen lebendig. Die eigentliche Frage nach dem Umgang mit diesem Fachwerkhaus ist aber älter und schon zur Mitte des 19. Jahrhunderts aufgeworfen worden, als sich angesichts der Baufälligkeit des Gebäudes die Frage nach Restaurierung oder Abriss stellte. 1852 wurde das Rathaus oder das Amtshaus von der Stadt gekauft und auf Drängen Senator Römers restauriert. Leider existierten für die damaligen Maßnahmen praktisch keine Unterlagen. Aus einer Studie zum Marktplatz zu Hildesheim
stammt das Zitat oder die Frage, was war originaler Baubestand an jedem beeindruckenden Zeugnis der Holzbaukunst, was nicht? Zitat Ende. Während das Knochenhauer Amtshaus also schon zu dieser Zeit in das Dilemma der Nichtunterscheidbarkeit originaler und rekonstruierter Bausubstanz geriet, wurde dies durch den Brand der Dachgeschosse im Jahre 1884 noch weiter verschärft. Das Feuer hatte das Haus fast bis zur Hälfte seiner Gesamthöhe vernichtet, wie man hier sieht. Das ist also kein Foto nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern 1884, Sie sehen ungefähr, bis zu dieser Schallinsel geschehen des Brandes. Auch nach dieser Teilzerstörung erfolgte die Wiederherstellung umgehend. Mangels entsprechender Skizzen wurde die Ornamentik seiner Außenseite nach Vorbild der erhaltenen Reste produziert, sodass wahrscheinlich Teile des ursprünglichen Baus nur unterhalb dieser Scheibenhöhe des Brandes zu erwarten sind. Also hier, alles was hier innerhalb dieser Ebene ist. Es bleibt also festzuhalten, dass bereits im 19. Jahrhundert der Abriss erwogen wurde, und das, was 1945 zerstört worden ist, nur zum geringen Teil noch mittelalterliches Original gewesen ist. Auch die Wiedererrichtung von 1987 integrierte moderne Bau- und Konstruktionselemente, unter anderem aufgrund von Brandschutzbestimmungen oder aus Gründen der Statik, weshalb beispielsweise ein Betonfundament gegossen wurde. Die stilistischen Ungereimtheiten erklären sich zum großen Teil aus den wiederholten Rekonstruktionsmaßnahmen zu verschiedenen Zeiten in der Geschichte des Knochenhauer Amtshauses. Schon für die Maßnahmen des 19. Jahrhunderts kommen Achilles und Borg, zwei Autoren, die sich auch mit dem Marktplatz und dem Knochenhauer Amtshaus speziell beschäftigt haben, zu dem Schluss, lässt man im Gedanken diese Rekonstruktionsmaßnahmen aus, so ändern sich Erscheinungsbild und Charakter des ursprünglichen Baus bereits erheblich. Zitat. In unserem Zusammenhang ist die Frage, was 1987 wiedererrichtet wurde, weniger bedeutsam als vielmehr, was damit verbunden wurde. Werner Schmidt, der ein weiteres Buch über den Hildesheimer Marktplatz geschrieben hat, unter dem Titel der Hildesheimer Marktplatz seit 1945, fasst zusammen, Zitat, werden Steinbauten zerstört, so bleiben Ruinen, in die sich ein Teil der Bedeutung verlagert. Man denke an die vielen als Mahnmal erhaltenen Kirchenruinen. Holzbauten verschwinden meist spurlos. Das gespenstische Nichts, das übrig bleibt, verschiebt die Bedeutung ins Imaginäre, die Fantasie. Dort wächst die Bedeutung. Es bleiben keine Trümmer. Das Bild jedoch bleibt. Es entzieht sich der Trümmerordnung. In den Auseinandersetzungen um den Hildesheimer Platz wird deutlich, dass das Bild widerstandsfähiger sein kann als die Realität. Wie auch beim Frankfurter Goethehaus, wo wir eine ganz ähnliche Entwicklung inklusive der damit verbundenen Diskussion verfolgen können, wurde in Hildesheim eine Abstimmung mit den Füßen herbeigeführt, nicht zuletzt durch die Gründung eines Vereins zur Wiedererrichtung des Knochenhauer Amtshauses. Ein möglicherweise spätes Echo auch des bürgerlichen Denkmalskomitees im 19. Jahrhundert. Das Knochenhauer Amtshaus dient, so lässt sich vielleicht abschließend formulieren, als Sinnbild lokaler Geschichte und als Verkörperung von Heimat und dadurch nicht zuletzt als Wesenselement der eigenen Identität und auch damit als Ausdruck eines mentalen Grundbedürfnisses definiert. Diese Symbiose von Ort und geistigem Bild, das sogar zur physischen Wiederauferstehung des mentalen Bezugspunktes führt, ist daher ein aufschlussreiches Beispiel des zyklischen Wiederauftauchens von Erinnerungsorten im Sinne Pierre Noirs. Und es ist ein Beispiel dafür, dass die ihm zugesprochene Bedeutung und seine identitätsstiftende Rolle weitaus stärker ins Gewicht fällt als historische Exaktheit. Bisher habe ich jetzt viel zur Theorie des kollektiven Gedächtnisses und zu einigen Beispielen aus Hildesheims Architektur, aber noch wenig zum europäischen kollektiven Gedächtnis gesagt, und das möchte ich jetzt abschließend in einer sehr kurzen Zusammenfassungen versuchen nachzuholen. Erinnerungsorte beziehen sich, wie wir gesehen haben, häufig auf nationale oder auch auf lokale Geschichte oder Geschichten. Dadurch entsteht eine Multiplizität, die sich einer europäischen Harmonisierung oder Nivellierung entzieht, da dieser sogar widerspricht.
Hildesheim spiegelt im Kleinen die Nationalgeschichte, die große Nationalgeschichte wieder, aber unter Einbeziehung seiner spezifischen Besonderheiten, beispielsweise als katholische Enklave oder auch durch die starke Verwurzelung, insbesondere die Identifikation mit dem Altstadtensemble. Sein öffentlicher Raum gibt Auskunft über die zu verschiedenen Zeiten abgelaufenen Aneignungen von Geschichte durch soziale Gruppen. Allgemein könnte man auf europäischer Ebene vielleicht sagen, dass außer den nationalen Gründungsmythen, die wir beim Bismarck-Denkmal gesehen haben, der Zweite Weltkrieg insgesamt als negatives Gravitationszentrum dient und dass die unterschiedlichen kollektiven Erinnerungen kreisen. Er ist gleichsam so etwas wie ein transnationaler Erinnerungsort. Wenn Sie sich an die verschiedenen Nutzungskontexte des Bismarck-Denkmals erinnern und auch an den Grund der Zerstörung des Knochenauer Amtshauses, wird man schwerlich von dem Teil überzeugt sein. Dieser transnationale Erinnerungsort wird aber weiterhin aus nationaler Perspektive wahrgenommen und bedeutet. Dies zeigt, wenn Sie beispielsweise vor einigen Jahren gab es die Ausstellung Mitten der Nationen im Deutschen Historischen Museum Berlin, in der eben die national unterschiedlichen Zugänge und Deutungen des Zweiten Weltkrieges dargestellt wurden. Wenn Sie alleine mal in diese verschiedenen Länderkammern gegangen sind, in die verschiedenen Bereiche, in denen eben europaweit der Umgang mit dem Zweiten Weltkrieg thematisiert worden ist, dann werden Sie dort eine Kakophonie miteinander widersprechender Erfahrungen und Deutungen wahrgenommen haben. Erinnert wird also trotz der europäischen Einigung weiterhin im nationalen Maßstab. Dies wird bisweilen als Hindernis für die Schaffung einer europäischen Identität angesehen. Allerdings, wie sollte eine Harmonisierung dieser widersprüchlichen und gegensätzlichen Erfahrungen aussehen? Selbst wenn sie möglich wäre, wäre dies wünschenswert. Dennoch gibt es einen gemeinsamen Ausgangspunkt für die europäische Einigung, nämlich die Friedensidee als Reaktion auf die Antagonismen der europäischen Geschichte, vor allem des Zweiten Weltkriegs, einschließlich Holocaust, Vertreibung, Zerstörungen, die sind gesamteuropäische Erfahrungen. Die Frage, die sich daran anschließt, ist diese positive oder diese Deutungslinie, die sich aus dem Lernen aus Geschichte möglicherweise ergibt, ist diese positive Deutungslinie über 50 Jahre nach den römischen Verträgen noch tragfähig oder ist diese Deutungslinie selbst Ausdruck des kollektiven Gedächtnisses, und zwar des kollektiven Gedächtnisses der damals handelnden Europapolitiker, die noch über eigene Kriegserfahrung verfügen. Eine weitere Frage schließt sich an, ist eine neue Gründungsidee für die EU notwendig? Ich denke, der Existenz und Fortdauer nationaler Gründungsmythen ist nicht mit einer Neukonstruktion eines europäischen Gründungsmythos zu begegnen. Vielmehr müssen geschichtliche Brüche und Diskontinuitäten, die ein gemeinsamer Mythos einzurechnen versuchen müsste, erkannt, anerkannt, verdeutlicht und erklärt werden. Diese Brüche und Diskontinuitäten, die sich allein schon in der deutschen Geschichte und auch am Hildesheimer Beispiel zeigen ließen, stehen einer erzwungenen Harmonisierung sowohl der europäischen kollektiven Gedächtnisse als auch ihrer Geschichte entgegen. Pierre Nora sagt, dass die Geschichte eine, die Erinnerung aber trenne und die Unterschiede dies verdeutlicht meines Erachtens vor allem die Aufgaben der kritischen Geschichtswissenschaft, jenseits der großen Meistererzählungen transnationale Bezüge herzustellen, dabei aber auf die Multiplizität der verschiedenen kollektiven Erinnerungen hinzuweisen und diese mit einzubeziehen. Vielleicht folgt daraus aber auch, dass Europa insgesamt weniger mit dem Konzept von Erinnerungsorten zu begreifen ist, sondern nach neuen, offeneren Ansätzen verlangt, die Raum bieten für neue Gedächtnispraktiken. Letztlich bleibt es Aufgabe der Historiker, die Vergangenheit kritisch zu reflektieren, nicht die Zukunft herbeizuschreiben, auch dann, wenn es sich um eine gemeinsame Zukunft im europäischen Maßstab handelt. Vielen Dank. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, Dr. Philips, für diese Ausführungen, die im Grunde einen Dreisprung beinhaltet haben. Wir haben zunächst theoretische Überlegungen vernehmen können, ausgehend von den französischen Wissenschaftlern, Soziologen, Historikern, Halbwachs und Noir, der als Händler begonnen hat und dann sieben Bände über
Erinnerung zu Orte geschrieben hat, dann viele Beispiele, Bezugnahme auf Hildesheim, Straßennamen, Denkmäler, auch Hildesheim als Zerstörungsort, ein Erinnerungsort und letztlich noch eine Kontextualisierung mit Blick auf europäische Gedächtnisse, europäische Erinnerung, Debatte um die europäische Identität. Wie immer üblich haben wir die Gelegenheit, mit unseren Gästen, mit unseren Referenten, Referentinnen auch zu diskutieren. Und daher eröffne ich nun hier die Diskussion. Bitte. Ja, ich habe mal eine Frage. Ja, in der Forschung haben Sie da auch Zeitzeugengespräche geführt mit Hildesheimern und man fragt, wie Sie da, wie weit Sie da vielleicht festgestellt haben, dass die Hildesheimer nach dieser Zerstörung doch auch ein, ja, weil man ja ländlich wird jetzt mal nicht sagen, ein zwanghaftes Festhalten, eben an dieser alten, auch Namenssymbolik der Straßen haben. Ich meine, die Adolf-Hitler-Straße muss dann umbenannt werden, das ging ja nicht anders. Aber der Paul-Jugendburg-Platz, der ja in heutiger Sicht nicht mehr so gut im Stand hat, sage ich mal, ja, der ist nicht umbenannt worden. Ist das deshalb vielleicht geschehen? Sind wir das ein anderes? Wollen wir sammeln oder direkt? Ja, also das eine lässt sich schnell beantworten. Ja, ich habe schon Zeitzeugen-Interviews geführt, aber sie nicht groß verarbeitet. Also es ist immer die Frage, welchen Stellenwert Zeitzeugen-Interviews im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit haben, die eben halt mehr als auf pure, ich sag mal, Nacherzählung von Anekdoten hinauslaufen würde. Also man muss da Interviews, da werde ich auch immer von der Kollegin aus den Sozialwissenschaften in Hannover daran erinnert, ist eben sozusagen eine Kunst für sich. Und für Oral History Konzepte gilt das natürlich ebenso. Ich hatte einen anderen Ansatz in meiner Forschungsarbeit und habe mich sehr stark auf die mediale Seite, also ich habe häufiger die Hildesheimer Allgemeine Zeitung zitiert, beschränkt und versucht eben Debatten, die auch eine öffentliche Breitenwirkung hatten, also von denen eine große Anzahl von Hildesheimern eben halt wissen konnte, die eben halt zu berücksichtigen und abzubilden. Zur Frage der Straßennamen, also da haben Sie vollkommen recht, auch da, die Adolf-Hitler-Straße war ja auch kein Hildesheimer-Spezifikum, sondern die hat es eben halt überall gegeben. Und gerade das, worauf Sie hinaus wollen, also dass es Straßen gibt, die relativ schnell umbenannt worden sind und andere dann eben nicht, das sind für mich interessante Prozesse und sie führen eben, man kann sie glaube ich interpretieren als Aushandlungsprozesse ums kollektive Gedächtnis oder um Aushandlungsprozesse in den öffentlichen Raum. Beispielsweise ist eine Frage, die mir gekommen ist, bei dem Abschnitt über das Knochenauer Amtshaus. Es wurde ja nicht nur das Knochenauer Amtshaus zerstört, es wurde ja auch die jüdische Synagoge zerstört. Und wenn man mal versucht, die verschiedenen mentalen Verbindungslinien da miteinander in Beziehung zu setzen. Warum hat es nicht, dass diese Synagoge, wenn Sie die Bilder gesehen haben, war ein ebenfalls wunderschönes Gebäude, nicht ganz so alt, aber durchaus auch, man könnte sich da auch drüber unterhalten, ob das nicht auch einem Wiederaufbau eben halt zugeführt werden könnte. Da hat es aber keine vergleichbare Diskussion gegeben. Und es geht gar nicht darum, das eine gegen das andere auszuspielen, sondern einfach als Faktor festzustellen, dass sozusagen soziale Verständigungsprozesse über die Vergangenheit in einer Stadt gibt. Dankeschön. Silvio Jetter, dann Sie bitte gerne rein. Also eine Frage, eine Bemerkung. Die eine Frage, was ist das eigentlich für ein Konstrukt, dieses kollektive Gedächtnis? Also das ist ja eine tolle Erfindung eigentlich und wirklich auch ein neuer Stoff für die Geschichtswissenschaft. Die soziale Gruppe ist Träger, nicht das Einzelindividuum. Wenn man genauer hinguckt, also zum Beispiel kollektives Gedächtnis, Drittes Reich, Faschismus, man befragt einzelne Leute, kommt ja was ganz anderes raus, als was so Stereotypen dazu sagen. Also löst sich der Begriff nicht eigentlich ein Stück auf, wenn man genauer in die individuellen Differenzierungen quasi dieser Dinge, also man muss glaube ich präsent haben, dass es selbst ein abstraktes Konstrukt ist, wenn Sie das... Und das Zweite ist nochmal diese interessante Welle, also mit den Straßennamen. Der Nietzsche hat in der zweiten unzeitgemäßen Betrachtung so eine kritische, sehr kritische Bemerkung dazu und sagt, im Grunde ist dieses ganze Wiederaufleben jetzt der deutschen Kulturtradition steht in einem absoluten Gegensatz zu dem, was Goethe, Schiller, die Romantiker mal selbst wollten. Da stand die Frage im Vordergrund, die wollten Kultur, also sie haben selbst einen kulturfragenden Horizont gehabt.
Und jetzt wird das ein Teil eines Bildungsbürgertums. Das sagt, wir sind eine Kulturnation, wir sind sogar die größte europäische Kulturnation. Also es wird Teil eines imperialen Konzeptes. Und Nietzsche sagt, genau das Gegenteil, das, was die Goethezeit wollte. Also Ihr Akzent, den Sie gesetzt haben, man muss das kritisch befragen. Es kommt oft sogar raus, dass es genau das Gegenteil dessen ist, was es ursprünglich war. Es soll die Kontinuität konstruieren, auch die Kaiser-Wilhelms-Gedächtniskirche da, dieser neuromanische Stil bis zu Karl dem Großen. In Wahrheit ist das ein neuer Mythos, der quasi mit der Geschichte fast gar nichts weiter zu tun hat. Ja, also ganz genau, diese Grunde, wenn man den Grundgedanken, Sie hatten gesagt, so abstraktes Konzept oder abstrakte Vorstellung, ja, wenn man es noch weiter spinnen würde, dann wäre letztlich jedes Individuum Träger seines persönlichen kollektiven Gedächtnisses, und zwar deswegen, das sagt Halbwachs ja auch schon in seinem grundlegenden Werk, auch wenn ich ganz alleine bin, er hat das Beispiel, ich bin in London und bin ganz alleine und da ist niemand da, dann könnte man meinen, so meine Wahrnehmung wird durch das eben halt bestimmt, was ich nur nicht alleine wahrnehme. Er sagt, aber so ist es doch gar nicht, sondern ich habe zum Beispiel die Romane von Charles Dickens im Kopf. Oder, die hat jemand anders geschrieben, nicht ich. Oder, ich habe Stadtpläne im Kopf. Ich habe eine ungefähre Vorstellung von der Struktur, von der Anlage der Stadt. Das heißt, letztlich ist meine Wahrnehmung schon vorgeprägt, und zwar durch Erzeugnisse der Gesellschaft, durch Kulturartefakte, durch was auch immer, also durch die gesamte, ich bin selber ein Produkt dieser Gesellschaft und das formt meine Wahrnehmung. Also insofern, Halbwachs hat das schon angedacht und hat versucht eben halt das zu konzeptionalisieren. Mein Akzent lag auch noch ein bisschen stärker auf diesen Vorgängen, welchen Anteil die Medien haben. Also wir leben ja nicht mehr in einer Zeit, in der es Face-to-Face-Beziehungen gibt. Also wir gehen nicht mehr so häufig, also Sie vielleicht, ich nicht, auf den Marktplatz und unterhalten uns da. Und das ist unser bevorzugtes Informationsmedium, sondern wir haben heute andere Kanäle. Das heißt, der Faktor Medien muss sehr viel stärker gewichtet werden, als noch zu Halbwachszeiten, und selbstverständlich, genau. Und das andere, was ich sagen kann, ich auch nur unterstreichen, also ich hatte an der einen Stelle auch gesagt, Halbwachs selber hat das kollektive Gedächtnis und die Geschichte durchaus auch als Gegensätze aufgefasst. Und ich habe versucht deutlich zu machen, dass das auch einen strukturellen Grund hat, denn die Intention, die dahinter steckt, ist eine ganz andere. Die Geschichte, sagt Halbwachs, ist, wenn man es jetzt mal emotional formuliert, ist kalt und an Bedeutungszumessungen nicht interessiert. Die ist quasi wie so ein kalter Registrator. Die hält nur fest. Und das, was Nietzsche von uns im Nachteil der Historie für das Leben so als die antiquarische Geschichte bezeichnet hat. Also da wird nur aufgezeichnet. Aber das ist genau das, was das kollektive Gedächtnis nicht auszeichnet, sondern das kollektive Gedächtnis ist an Bedeutungszumessungen interessiert. Und beides, es geht nicht darum, sozusagen die kollektiven Gedächtnisse in den Stand objektiver Wissenschaft zu erheben, sondern gerade aus der Spannung, aus der Reibung zwischen beiden Zugangsweisen entsteht möglicherweise neue Erkenntnis. Das ist so. Also das wäre die Geschichtswissenschaft gerade ausarbeitet. Genau. Ich fand es interessant, dass Sie bei den Straßennamen ansetzten, bei Kaiser Wilhelm und Gravelotte, aber völlig vorgelassen, dass die Straßen der Leute vom 20. Juli hier in Hildesheim überraschend auftauchten, als ich vor 14 Jahren hier einmarschierte in Häkchen zum ersten Mal, da fiel mir das sofort auf, dass das eine besondere Grundhaltung war, dass hier Leute dieses nach vorne trugen und nicht Gravelotte abschafften, dass das nebeneinander gehalten werden konnte. Wie kann eine Stadt das aushalten? Das ist weniger eine Frage an den Historiker als an den Privatmenschen, aber ich will es trotzdem nochmal versuchen, so historisch zu wenden. Gerade diese Prozesse sind ja unglaublich spannend und Sie haben recht, es gibt einen, das ist ja kein Zufall, dass es in einem bestimmten Zeitpunkt nach 1945 auf einmal diese Widerstandskämpferstraßen gibt. Das sind Prozesse, ich habe es versucht an dem einen Beispiel deutlich zu machen, mit der Gegenüberstellung von kulturellen Namen, die vor allem das Bürgertum halt repräsentieren sollte, und dem eher militaristisch, obrigkeitsstaatlichen
könnte man das mit dem Konzept des kollektiven Gedächtnisses interpretieren, eben halt ja, Verhandlungen über den öffentlichen Raum statt. Und interessanterweise gibt es nach 1945, und zwar nicht nur in Hildesheim, sondern auch in anderen Städten, einen parallelen Vorgang. Auf der einen Seite werden nämlich die Widerstandskämpfer geehrt. Und zwar nicht unbedingt mit dem Prachtboulevard, sondern mit Straßen irgendwo außerhalb. Und zum gleichen Zeitraum, die Städte expandierten dort, Wirtschaftswunder zahlt, die Städte wuchsen, es wurden neue Straßen geschaffen und benannt. Wonach wurden diese anderen Straßen benannt? Die wurden benannt nach den verlorenen Ortsgebieten. Also Sie sehen auch da Aushandlungsprozesse, so würde ich das bezeichnen, über das kollektive Gedächtnis oder über Erinnerungsorte. Nach dem Motto, da machen wir jetzt was für die Political Correctness, ich überspitze das jetzt mal und sage das mal ganz unwissenschaftlich, aber da tun wir etwas halt für ja, die Political Correctness und auf der anderen Seite möchten wir aber auch die verlorenen Ostgebiete irgendwo ja, verankert wissen im öffentlichen Raum. Und das sind Prozesse, die ja erstmal erklärungsbedürftig sind und die spannend sind zu verfolgen, auch wie da verhandelt wird und sobald die Quellen uns das eben halt sagen, ist das eben halt auch sehr spannend, mit welchen Argumenten und mit welchen Konzepten von Geschichte dort verhandelt wird. Ich würde gerne eine Frage stellen, das war alles ja Anfang der 50er Jahre und war deshalb auch so, dass wir eine Abstimmung nach den Füßen gegeben, wie Sie es nannten, nämlich eine Volksbefragung, ob man das alte Hildesheim wieder errichten solle und wolle. Und meines Wissens ist diese Abstimmung negativ ausgegangen, das heißt nicht für das alte Hildesheim. Wie deuten Sie das? Angeknüpft daran die Frage, Sie haben erwähnt, das Knochenhauer Amtshaus wird dann sozusagen wieder ein Thema in den 80er Jahren. Bürgerinitiative, meines Wissens was eine sehr knappe Entscheidung, glaube ich, im Rat der Stadt mit einer Stimme Mehrheit für die Wiedererrichtung. Sie haben argumentiert, dass das auch mit der Generation zusammenhängt, die noch lebt zu dieser Zeit und das noch irgendwo vor Augen hat. Jetzt hänge ich noch eine dritte Frage ran. Der Zuckerhut, die Generation, die ist ja schon wirklich auch lang schon irgendwo alt geworden, würde ich meinen. Da ist plötzlich auch extrem erstaunlich emotional. Nicht, wenn man die letzten Leserbriefartikel verfolgt, ein Herbert Reyer sagt nein, ein Dr. Olms vom Verlag sagt, um Gottes Willen, ja bitte, meine Frau ist sogar empört, Edith ist empört. Es geht wirklich rund. Es gibt möglicherweise wieder eine Bürgerinitiative, es gibt sie eigentlich schon, es gibt eine Volksbefragung. So. Also offensichtlich lebt das viel, viel länger fort als nur 50, 60 Jahre. Wie können Sie das einordnen? Ja. Beste Beispiel, Braunschweiger Schloss. Ja. die knappen Entscheidungen, also ich habe das zugegebenermaßen etwas sehr falsch dargestellt, aber Sie haben natürlich recht, also die Entscheidungen sind sehr knapp gewesen und ich hatte die eine Leserbriefzuschrift auch zitiert, Anfang der 50er Jahre, da stand eben halt im Vordergrund wirklich der funktionale Gedanke, die eigentlich schlichtweg einen Bedarf, Wohnungen zu bauen und von daher kann man vermuten, dass eben halt dieses kurzfristige, ja, diese Notwendigkeit eben halt den mittelbaren Wunsch vielleicht überlagerte, aber eben nicht auflöste. Also dass man da vielleicht sozusagen eine Entwicklung nicht wirklich beendet hat, sondern nur verschoben hat. Aufgelöst nicht, aber halt unterdrückt aus den Erfordernissen des jeweiligen Zeitpunktes heraus, damit sie dann später sich ja wieder Gehör verschaffen. Also das ist ja durchaus so passiert. Zuckerhut speziell, da bin ich nun wirklich kein Spezialist und habe auch die Debatte, dadurch, dass ich in Hannover wohne, auch nicht so im Detail verfolgt. Aber ich würde sagen, dass das vielleicht besser mit dem, was ich vorhin schon gesagt habe, zu fassen sein könnte, möglicherweise, dass nämlich vom Konzept her jedenfalls kein Widerspruch dazu bestünde, dass letztlich das Individuum auch Träger eines kollektiven Gedächtnisses ist und dass die Medien auch eine Rolle spielen. Ja, so in die Richtung würde ich argumentieren. Also, und ich schließe noch eine andere These an, dass ich zum Knochenhauer Amtshaus gesagt habe, also dass es möglicherweise kein Zufall ist, dass es halt innerhalb dieser Zeitzeugengeneration wiedererrichtet worden ist.
Ich mache jetzt mal die Gegenthese. Also wenn das, wenn der Zuckerhut jetzt nicht realisiert wird, dann wahrscheinlich für die nächsten Jahrzehnte ist das Thema wundisch. Das fürchten ja auch diese Treiber der Initiative und argumentieren ja auch so. Also übrigens mit dem Argument des Zeitfaktors und auch dramaturgisch nicht ungeschickt, jetzt oder nie. Entweder oder. Wobei es auch österreichische Lösung und Kompromisslösung ist. Halber Pavillon und so zwischen Variante. Ich habe noch mal eine andere Frage. Aber bevor ich frage, muss das Publikum fragen. Ich habe zwei Fragen. Und zwar, Sie haben sich skeptisch geäußert gegenüber der Schaffung europäischer Kultusmittel. Wie bringen Sie das in Verbindung mit der Tatsache, dass das Europäische Parlament ein Haus der europäischen Geschichte schaffen will? Zweitens, welche Möglichkeiten gibt es, diese Erinnerungsorte auch zu manipulieren, zu gestalten, mit bestimmten Absichten? Es gibt ja viele Beispiele dafür. Ihr beurteilt sehr Erfolg solcher Beispiele. Also meinetwegen, zu konkretisieren, die Umbenennung von Straßennamen in Ostdeutschland, mit Ausnahme der Glatzitzkenstraße. Ich bin, also was dieses alte Thema der europäischen Identität angeht, altes Thema deswegen, weil es wird häufig auch in der Literatur immer verwendet als Allheilmittel für alle Probleme, die wir jetzt gerade haben mit der europäischen Integration. Und wenn wir alle gute Europäer sind und uns als solche fühlen, dann hätten wir viele dieser Probleme nicht, dann würden wir schon längst die zweite und die dritte Säule vergemeinschaftet haben, dann würden wir gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik haben, gemeinsame Justizpolitik etc. etc. Das ist alles nicht so und deswegen erscheint der Gedanke dieser europäischen Identität so attraktiv, weil der quasi so alle Probleme auf einen Schlag löst. So ist die Hoffnung. Museen sind natürlich auch allgemein Setzungen, sind bestimmte Sichtweisen auf die Vergangenheit. Das trifft für jedes Museum zu, weil man gezwungen ist, auch da zu selektieren, eine Auswahl zu treffen. Und in der Art und Weise, wie etwas dargestellt wird, verbinden sich natürlich auch bestimmte Aussagen. Das muss man gar nicht explizit machen, das kann man schon durch das Arrangement oder die Feldauswahl herbeiführen. Insofern gilt, denke ich, die kritische Herangehensweise an jeden öffentlichen oder für jede öffentliche Bearbeitung von Geschichte. Geschichte ist ja nicht einfach, sie wird gemacht zum Teil von uns Historikern und da sind wir ja auch nicht immer einer Meinung und zum Teil eben auch von den Medien, die bestimmte Themen platzieren und wir müssen uns dann dazu äußern als Historiker. Also ich denke, das ist ein komplizierter Prozess und das, was die eigentliche Kraft eines solchen Mythos ausmachen würde, das wäre ja gerade, dass dieser überall Anklang findet. Dass dieser Mythos europaweit verstanden und verinnerlicht wird. Und wie sollte das aussehen? Also mir fällt keine Antwort ein. Und ich habe ja kurz die Ausstellung in der Nation erwähnt. Der Nationalstaat ist weiterhin der mentale Bezugspunkt, trotz europäischer Einigung. Da muss man nur an die Fußball-Europameisterschaft denken. Oder andere alltagsfähige Beispiele. Und ich glaube, dass das eben etwas ist, was man nicht per Setzung von oben aus der Welt schaffen kann. Ich denke, es gibt eine theoretische Möglichkeit für die Entstehung einer europäischen Identität. Die kommt aber nicht von oben, sondern die kommt sozusagen von unten. Die Polen kritisieren dieses Vorhaben. Ja? Und zwar, weil sie dann sagen, es gibt bestimmte übergreifende Phänomene der europäischen Geschichte, werden in dem Konzept des Europäischen Hauses gar nicht berücksichtigt. Zum Beispiel die Frage, wo steht das Christentum? Welche Rolle spielt das Christentum? Also es gibt doch offensichtlich Dinge, die über die Nation stehen. Ja. Reicht das aus? Wäre meine Gegenfrage. Ist Christentum nicht zu allgemein? Das ist austauschbares Argument, ja. Aber ich würde argumentieren, dass es ja etwas Spezifisches auf Europa zugeschnittenes sein muss und es muss auch eine positive Verbindungsebene zur Europäischen Union, wie sie eben halt ist, herstellen. Und da sehe ich angesichts der divergierenden Erfahrungen, die wir in Europa gemacht haben, die Geschichte der europäischen Integration ist ja auch eine Geschichte der andauernden Krisen und die kommen auch nicht von ungefähr, sondern die kommen auch von den nationalen Egoismen. Dass man die sozusagen top-down irgendwann mal auflöst, da habe ich
das der Fall sein wird. Geschichtspolitik, da gebe ich Ihnen völlig recht, wird immer gemacht. Und man sollte nicht davon ausgehen, dass das nur in diktatorischen Regimes stattfindet, sondern das liegt in der Natur der Sache. Überall dort, wo Geschichte eben halt öffentlich präsentiert wird, finden Auswahlprozesse statt. Und ich denke, es ist eher die Aufgabe der Historiker, das habe ich am Ende ja nochmal versucht deutlich zu machen, nicht an der Mythenbildung, auch nicht für einen guten Zweck, auch nicht für Europa mitzuwirken, sondern im Gegenteil auf die Unterschiede und Brüche und Diskontinuitäten aufmerksam zu machen. Man darf einen Aspekt nicht ganz vergessen, durch das Medium, Zeitung, Fernsehen, Museum, Räume, ist automatisch eine Begrenzung da. Und automatisch müssen Sie eine Auswahl treffen. Das heißt, Sie müssen selektieren. Und dabei gehen Sie bereits letztlich, noch so objektiv, wie Sie auch sein mögen, willkürlich vor. Sie nehmen gewisse Dinge heraus. Und dann ist es kein Wunder, wenn ein Kollege wie Herr Musia hier steht vor zwei Wochen, drei Wochen und sagt, wo ist der Hungertod der Ukrainer in den 30er Jahren? Steht er nicht in keinem Verhältnis zu den Opfern der Weltwirtschaftskrise in Deutschland? Und wo ist überhaupt Stalin in diesem Haus der europäischen Geschichte? Und. Und natürlich findet Europa auch statt außerhalb Europas. Logischerweise, wenn wir an die Expansion Europas denken. Also wir sind natürlich immer auch gezwungen, aufgrund der Knappheit des Raumes, aufgrund der Limitierung der Zeit, denken Sie an das Medium Fernsehen, aber denken Sie auch an die Grenzen von Büchern. Irgendwann mal sind Bücher nicht mehr zu binden. Das ist ganz einfach so, das ist ein Darstellungsproblem. Wie können wir das alles fassen? Und es ist hinzukommen, doch ein Gewichtungsproblem. Was ist gewichtiger? Was ist einflussreicher gewesen? Also das ist ja, wie auch darauf hingewiesen, eine Frage der Kontroversen. Also es bleibt ein Ringen. Und es bleibt letztlich bis zu einem gewissen Grad immer unbefriedigend. Aber Absicht, sich freizuhalten von Vorgaben, politischen Vorgaben, ideologischen Vorgaben, die muss gelten. Und die muss sich Geltung verschaffen. Ich hätte gerne noch zwei Fragen, aber erstes Publikum, bitte. Weil wir auch ein kollektives Gedächtnis gefragt haben. Also ich denke, es gibt ein gemeinsames europäisches Gedächtnis, nämlich, dass wir uns in Europa in den letzten 100 Jahren gegenseitig massakriert haben. Und das ist ein kollektives Gedächtnis, das bei allen gemeinsam den Wunsch gebracht hat, das darf uns nie wieder passieren. Das denke ich. Also diesen Gedanken hatte ich versucht auch nochmal am Ende aufzunehmen, dass genau das ja eigentlich auch einer der, wenn Sie so wollen, Gründungsmythen der europäischen Integration ist, nämlich genau dieses Lernen aus den Verheerungen des Zweiten Weltkrieges. Ich hatte das genannt so Gravitationszentrum, also im Hintergrund steht da natürlich diese negative Erfahrung des Zweiten Weltkrieges, die auch nicht sozusagen... Und des Ersten. Ja, auch das. Und auch das. Ja. Aber es ist eben, wie gesagt, auch nicht eine Erfahrung, sondern es sind mehrere Erfahrungen. Und wie wollen Sie sozusagen aus einer negativen Erfahrung... Aber die kollektive Erfahrung ist die Erfahrung der Männer, dass ihre Söhne und Männer nicht wiedergekommen sind. Mhm. Und die ist einheitlich. Ja. Und die wollen sie alle nicht mehr. Ja. Ein Aspekt ist dann wieder der Generationenaspekt. Die Europapolitiker so in der ersten Stunde, die waren genau von diesen Gedanken eben auch durchdrungen, dass das nicht passieren dürfte. Und der Jean Monnets Idee war ja gerade, er fang auf einem kleinen Sektor der ökonomischen Zusammenarbeit an und verhindern dadurch strukturell, dass wir nochmal gegeneinander Krieg führen können. Das war ja die Grundidee. Ja. Ja. Aber meine Frage wäre, und da wäre ich auch nicht so optimistisch, ist das heute noch nach ja, mehreren Generationen mittlerweile noch eine tragfähige Idee. Die Europapolitiker der ersten Stunde hatten diese Kriegserfahrung auch. Sie hatten das am eigenen Leibe vielleicht erfahren. Und für die war das natürlich nachvollziehbarerweise ein vordringliches Anliegen. Ob das für die heute Geborenen, die in keinster Weise mit Krieg in den mitteleuropäischen Ländern zu tun haben, noch die gleiche Bindungskraft hat, das weiß ich nicht. Man könnte auf die Demonstrationen hinweisen im Kontext der Irak-Intervention, die vielen Pache-Flaggen und Fahnen, die gezeigt worden sind, und im Grunde wirklich parteiübergreifender Konsens, ganz anders als die Friedensbewegung der 80er Jahre, parteiübergreifender Konsens. Da muss man sich aber auch fragen, wie lange hält sowas an, aber immerhin, es war doch, wenn Sie auch an die britische Öffentlichkeit denken, gegen diese Interventionspolitik, in Italien gegen Berlusconi,
Also das, denke ich, war schon ein europäisches Phänomen, diese Patsche-Fahnen und Patsche-Zeichen. Heute wird es mehr auch ein Sicherheitsanliegen sein. Bietet EU, Europa mehr Sicherheit als andere Kontinente, sei es Finanzkrise, sei es Immigrationsproblematik, sei es auch die Gefahr des Terrorismus und. Haben wir hier mehr Lebensqualität als in den USA oder in China? Haben wir hier mehr Umweltschutz, solche Dinge, also mehr Schutz und Sicherheit vielleicht, aber es ist ein Riesenfeld. Herr Dr. Hermling hat sich auch zu Wort gemeldet. Ja, vielleicht mal ganz etwas anderes. Wir machen ja auch in der Gegenwart Geschichte und betrachtet man mal die Quellen, die Sie verwenden, schaffen neue Straßennamen und auch die Tagespresse. Und überlegt mal, was daraus morgen, später in einer Bedeutungszumessung zu einem kollektiven Gedächtnis führen würde. Da kommt man ja fast der Verdacht, dass wir heute für Hildesheim in einer bedeutungslosen Zeit leben werden. Was sagen Sie dazu? Ja, also ich habe mich mal mit Kollegen darüber unterhalten, die meinten auch so ein bisschen salopp. Es ist im Grunde, also die eine war eine kunstgeschichtliche Kollegin, die also sich sehr mit Kunstgeschichte auseinandergesetzt hat. Und sie meinte, eigentlich ist das so ein bisschen beschämend, dass wir offensichtlich in einer Zeit leben, also um ihn dann aufzunehmen, dass wir in einer Zeit leben, die keinen eigenen Stil hervorgebracht hat. Wir zitieren nur aus der Vergangenheit und machen da ein Versatzstück und alles, was uns einfällt, sind diese modernen Beton- und Glasbauten. Was soll ich darauf antworten? Ich kann das nur als Faktum hinnehmen und Historiker gucken halt häufig zurück, sind aber sehr schlechte Propheten, was eben halt die Vorausschau in die Zukunft betrifft. Ich würde es versuchen, produktiv zu beantworten. Also ich bin mir sicher, weil das auch den bisherigen Erfahrungen mit dem öffentlichen Raum entspricht, dass wenn es irgendeine Sicht auf die Gegenwart oder die Vergangenheit gibt, die von einer ausreichend großen Menge von Leuten geteilt wird, wird das auch in Zukunft, denke ich, sich niederschlagen im öffentlichen Raum in der einen oder anderen Weise. In welcher konkreten Form, das war es genau, dass dieser Zusammenhang zwischen Lebensumwelt und dem, was wir an Ideen in den Köpfen haben, dass der weiterhin besteht und auch bestehen bleibt. Vielleicht sogar mehr als in der Vergangenheit, weil sich die festgelegten Ordnungsvorstellungen auflösen. Wir sind globalisiert. Wir globalisieren uns, wir sind internationaler geworden und viel mehr findet auch im virtuellen Raum, im Internet statt. Vielleicht schafft das gerade auch wieder so ein mentales Bedürfnis, sich in physischen und Dingen auszudrucken und sich da seiner selbst zu vergewissern. Ja, die Zeit prägt ungeheuer eigentlich die Menschheit. Das ist ein enormer Fall, ja, das wissen wir alle. Aber was für ihn sagt, ich erzähle auch so, das ist natürlich die Frage. Vielleicht direkt dazu, also ich finde diesen Hinweis sehr, sehr wichtig. Ich habe mich gefragt, an der Stelle Ihres Vortrags, wo Sie gesagt haben, die Denkmäler, die geschaffen worden sind dann im Zuge des Deutschen Einigungskrieges, des Deutsch-Französischen Krieges, dienten oder sollten dazu dienen, müssen wir es präzise sagen, nach dem Einwand von Vietta, sollten dazu dienen, die innere Einheit zu schaffen, nachdem die äußere Einheit geschaffen worden war. Welche Denkmäler haben wir in Deutschland, in Hildesheim, nach der deutschen Einheit 1989, 90? Wir haben jetzt 2009, 20 Jahre deutsche Einheit. Ich frage mich, wo sind die Denkmäler, die die innere Einheit symbolisieren, wie auch immer politisch instrumentalisiert oder nicht und manipulativ, aber welche Denkmäler sind völlig frei davon? Das ist eine banale Feststellung. Gibt es da nicht da ein Defizit auch? Oder sehen Sie Denkmäler? Ich frage nicht, das ist rhetorisch vielleicht auch schon. Also spontan würde mir da auch nichts einfallen, aber vielleicht ist das gerade das Nicht-Vorhandensein ein Signum dafür, dass der soziale Prozess, der dahinter steht, einfach noch im Fluss ist und noch nicht an ein Ende gekommen ist. Also das, was halt immer wieder gesagt wird, dass die innere Einheit auch hier erstmal vollzogen werden muss. Vielleicht ist gerade das Fehlen dieser Denkmäler mal ein Ausdruck genau dieses Zustandes. Ich habe noch eine Frage. Also am Schluss, glaube ich, wollte ich Sie noch melden. Haben Sie noch eine Frage? Nein, entschuldige, aber mich würde interessieren, ob irgendwie dieses wir leben in einer Bedeutung.
bedeutungslosen Zeit in Hildesheim. Mir ist aufgefallen, dass Hildesheim oder auch ältere Hildesheimer anscheinend immer ein Stückchen in der Vergangenheit leben. Und man dann fragt sich, ja, was ist denn das Besondere an Hildesheim? Ich habe das schon einige Mal gehabt, dann kommt immer Hildesheim, war früher immer so eine schöne Stadt, bis sie zerbombt wurde. Und das ist immer so, das ist immer so ein Fragen. Heute kriegt dann aber gesagt, was früher war. Und ja, das ist mir ein großer Wunsch, speziell aufgefallen. Dieses Festhalten und nicht abgucken wollen von der Vergangenheit. Und auch dieses, haben wir zum Beispiel dieses Denkmal in dem Park, ich sehe da steht ja so ein Steinsocker. Ich habe mir gedacht, ist das denn da so Türen drin? Kindergefängnis. Naja, wer weiß, dann habe ich irgendwann mal rausgekriegt, dass der mal ein Reiter stand. Naja, gut. Aber das ist halt dieses Festhalten, dann wird das Reiterstand nicht sein weg. Aber dieser Sockel, der wird irgendwie festgehalten. Also, der wird dann abgekoppelt und ein neues drauf. So, ja, das ist mein Frage. Also generell ist das, glaube ich, gar nichts glauben, da hat Halbach auch was zugeschrieben, nämlich dass Gruppen halt an ihren Räumen festhalten. Und zwar das Beharrungsvermögen von Gruppen macht sich auch fest an den Bildern. Wir haben alle sensible Phasen sozusagen in unserer Biografie und wir werden halt sehr stark von der Kindheit geprägt. Diese Phase oder diese Passage von Halbachs Werk ist auch von Henri Bergson und seiner Philosophie beeinflusst gewesen. Dass er halt, dass er versuchte, diese psychologischen und individualpsychologischen Erkenntnisse einzuarbeiten auf ja, soziologische und historische Fragestellungen. Also kurz und gut, wenn wir aufwachsen in einem bestimmten Umfeld, mit einer bestimmten, so wie ich das vorhin am Londoner Beispiel versucht habe festzumachen, in einer bestimmten Umgebung, dann gibt uns das Sicherheit. Und wenn diese Umgebung nicht mehr da ist, dann verlassen unsere Erinnerungen langsam und dann fühlen wir uns auch irgendwo unsicherer. Und das erklärt so ein bisschen das mentale Bedürfnis, auch an der physischen Realität eben festzuhalten. Und das ist etwas, da können wir uns jetzt überschreiten, ob das etwas Psychologisches ist oder eine anthropologische Grundkonstante oder was auch immer. Aber ich glaube, der Effekt an sich, der ist schon da. Ein anderes Beispiel, dass die Beziehung zwischen Raum und Erinnerung und Identität eben halt unterstreicht, wird auch von Halbwachs gegeben, nämlich ein Zeuge kommt in eine Versammlung, in einen antiken Raum und verlässt ihn aber wieder wegen irgendeiner Kleinigkeit, dann gibt es ein Erdbeben und dieser Raum stürzt ein und alle Insassen oder ja, Teilnehmer dieser Konferenz sind tot. Und sie können nicht identifiziert werden. Was passiert? Der Mensch, der vorher in diesen Raum gekommen ist, kann anhand seiner mentalen Vorstellung, wer wo gesessen hat, sagen, wer anwesend gewesen ist. Also auch da gibt es eine Verbindung zwischen Raum und Orientierung in der Zeit. Denn es ist ja ein vergangenes Ereignis. Und je länger jetzt, weil dieser Raum ja völlig zerstört ist, das Gebäude ist eingestürzt, Erdbeben hat alles quasi platt gemacht, je länger dieser Vorgang hier ist, desto mehr wird auch die Erinnerung verblassen an, wer war da eigentlich dabei. Das wäre etwas anderes, wenn die Gebäude noch stehen würden. Also es gibt eine enge Verbindung, würde ich damit sagen, zwischen der physischen Ordnungsstruktur unserer täglichen Umgebung und dem, was wir selber als Lebensraum, Lebensmöglichkeit oder auch Identität wahrnehmen. Danke für diese Bemerkung. Vielleicht noch ein Nachsatz zur Bürgerschaft, die zurückschaut. Die Auseinandersetzung mit der Geschichte zwingt natürlich auch zur Reflexion und letztlich bewirkt sie auch Mobilisierung durch eine aktive Bürgerinitiativgesellschaft. Wenn Sie den Andreas hinaufsteigen, die Andreaskirche, die Stadtkirche, sehen Sie auf jeder Stufe einen Namen eines Hildesheimer Bürgers, der gespendet hat. Das heißt also, hier haben Sie auch was, wenn man so will, Partizipatorisches, was Belebendes und etwas Mobilisierendes, was natürlich eine Stadt besonders auch dann auszeichnet, wenn sie eine lebendige Bürgergesellschaft hat. Natürlich muss sie auch in die Zukunft schauen, das ist ganz klar. Nur der Geschichtsbezug, der Vergangenheitsbezug allein
wird nicht ausreichen, um eine positive Identität zu schaffen. Sie überwerten da mit einer weiteren Bemerkung. Nachfrage nochmal zu dem, ich jetzt, und was Sie sagten. Also warum wir weniger heute sozusagen solche Symbole haben und setzen können. Also das Verhältnis des Menschen zur Politik und zur Geschichte hat sich jedoch auch sehr stark gewandelt. Also ein Kaiser wie Wilhelm II. Konnte von sich irgendwie sicher glauben, er macht Geschichte und hat ja auch in schlechter Weise es gemacht und in vieler Weise und auch Symbole gesetzt. Heute ist das irgendwie diffuser geworden, nicht? Und es ist viel schwieriger, es ist bürokratischer, diffuser geworden, diese abstrakte, diffusere, der Baumann in Italien hat diese These von der Fluktualität dieser Moderne, ist viel schwerer fassbar eigentlich. Ja? Wir haben überall diese, weltweit diese irgendwie gesichtslose Architektur, die man hier mal ja auch ausprobiert hat und dann gesagt hat, ja, das schafft kein Zentrum in der Stadt und dann wieder nicht. Aber das ist viel schwerer sozusagen, unsere Geschichtskräfte heute in Symbolen zu fassen, als das vielleicht das Deutsche Reich, da konnte man herrliche Symbole machen, Goslar und so weiter. Ich würde Ihnen soweit recht geben, dass ich auch denke, dass es so ein gewisses Grundmisstrauen vielleicht gibt, was ja vielleicht auch nicht das Schlechteste ist, gegenüber diesem Versuch, eben Symbolik auch zu setzen. Ja, ja. Es wird häufig, um nochmal auf die Frage zur europäischen Identität zu kommen, es wird häufig argumentiert, ja, jetzt haben wir doch im Grunde alle Insignien, die dazugehören. Wir haben eine Europahymne, wir haben sogar eine eigene Währung. Und wieso entsteht jetzt eigentlich nicht so etwas, wie wir es aus dem Nationalstaat her kennen, so eine Identität, so eine Verbundenheit zu führen? Möglicherweise liegt das daran, dass wir versuchen, einer im Grunde anderen politischen Form, einem anderen politischen, Entity, also einer anderen politischen Gemeinschaft, die Symbole, die wir aus dem 19. Jahrhundert kennen, überzustülpen und die eigentlich auf den Nationalstaat zugeschnitten sind. Vielleicht brauchen wir andere Formen der symbolhaften Darstellung, vielleicht brauchen wir auch gar keine Symbole, sondern andere Formen, wie ich das am Ende meinte, der Kommemorierung von Europa. Aber das weiß ich nicht. Das ist eine Ausstellung hier in Hannover. Hier war so ein Ort, wo plötzlich so ein Gefühl von Globalisierung positiv greifbar war. Da passierte sowas mal. Bei ganz großen so Event-Geschichten. Ich denke, das Problem, was Sie hier angesprochen hat, ist das Problem der Europäischen Union. Sie ist unüberschaubar, sie ist nicht durchschaubar und sie ist auch schwer personifizierbar. Vielleicht mit Barroso. Aber wie lange ist er noch Kommissionspräsident? Und so Helden, die für die Europäische Union sterben wollen, als Märtyrer für die EU in die Geschichte eingehen wollen, die haben wir auch nicht so zahlreich. Wer will für diese EU und für Europa sterben? Wo ist die Jeanne d'Arc der Europäischen Union? Um es mal zuzuspitzen. Also es fehlt vielleicht der Sache zu wenig, das ist mal ganz martialische Sache, zu wenig Unverdampfung. Und das ist vielleicht auch das Problem, das Jacques Santer erkannt hat und gesagt hat, wir werden wahrscheinlich Opfer unseres eigenen Erfolges, jetzt komme ich aber zum Kern, nicht das Blut fehlt, sondern es fehlt eine wirkliche Propaganda. Diese EU ist nicht in der Lage, ihre Erfolge unter das Volk zu bringen. Und auf den Euro-Münzen sind auf den Versi die Nationalsymbole. Und wo sind die großen Europäer? Die sind irgendwie noch nicht so ganz bewusst angekommen in den Europäischen Unionsbürokratien, in den Eurokraten. Jetzt kommt das Museum, also vielleicht ist das dann der Ansatz. Alle gehen in das Museum und finden es dann irgendwie ansprechend, das kann ja sein. Ständig in den Schwanz. Ich würde gerne nochmal in einer Sache ganz bitzelig nachfragen, und zwar in den 80er Jahren beginnt uns auf jedes Heim wieder herunterzubrechen, jenseits von den Schlachten und Pulverdampfen in Europa, beginnt diese Initiative. Beginnt diese Initiative Hildesheim im Vakuum, im deutschen, europäischen? Ich frage mich, warum ist das ausgerechnet in den 80er Jahren und zum Beispiel nicht in den 70er? Ich denke bei den 80er Jahren an die Versuche in der DDR, Martin Luther auferstehen zu lassen. Honecker, zeitgefallener Martin Luther. In Deutschland gibt es einen Historikerstreit. Helmut Kohl bildet sich ein, er muss mit dem amerikanischen Präsidenten in Bitburg in der Eifel einen Soldatenfriedhof besuchen. In Frankreich diskutiert man über Vichy und auch über Verstrickungen.
Mir scheint, es ist ein neues Geschichtsbewusstsein oder auch neue Geschichtspolitik im Spiel. Kann das sein, dass dieser Rahmen auch eine Rolle spielt, oder spielt sich das Niedersein völlig jenseits von diesen Überlegungen ab? Also gibt es nicht für nochmal eine Amtshausinitiative einen deutschen Kontext, einen deutsch-deutschen Kontext und möglicherweise auch einen europäischen Hintergrund, neuen Umgehens mit Geschichte, sich aneignen von Geschichte, sich Geschichte wieder vergegenwärtigen und back to the roots, zurück zu irgendeinen Wurzeln, welche auch immer. Oder ist das davon auszublenden? Auch da würde ich insofern recht geben, als dass ich denke, dass gerade Stichwort Historikerstreit, dass wir in den 80ern auch die so eine der eine von mehreren Wellen dieser Schlussstrichdebatte gesehen haben. Und möglicherweise ist das auch ein interessanter Zeitpunkt, wo die unterschiedlichen Auffassungen von Geschichte, die unterschiedlichen Perspektiven einfach aufeinander prallen und auch jeden Einzelnen dazu vielleicht bringen, darüber nachzudenken, ja, was ist das denn eigentlich, was ist denn eigentlich unsere Geschichte? Und möglicherweise ist das dann trotzdem Ausdruck sozusagen einer lokalen Befindlichkeit, dann genau auf diese Motive wieder zu sprechen zu kommen. Also ich würde das unterscheiden halt zwischen dem Auslöser und dann dem, was hinterher folgt. Aber ja, das spielt sich selbstverständlich nicht im luftleeren Raum ab. Und diese Debatten, also die bundesdeutsche, auch dieses deutsch-deutsche Konkurrenzverhältnis spielt da sicherlich eine Rolle. In Europa, da muss ich einen Moment nachdenken, also da fällt mir spontan jetzt wenig zu ein, aber gerade das Beispiel Dickbruch zeigt ja, dass das halt diese Neubestimmung des Ortes des Zweiten Weltkrieges in der Geschichte ja nicht ein deutsches Anliegen möglicherweise gewesen ist, sondern dass man auch da der Meinung war, jetzt nicht zur Tagesordnung überzugehen, aber eine andere Umgehensweise, eine andere Arbeitsform vielleicht. Möglicherweise spielt das nur da. Insofern würde man da durchaus recht geben. Ja. Möglicherweise hat der Kalte Krieg schon früher begonnen, vor dem Fall der Mauer, durch ein neues auch geschichtspolitisches Denken. Kurios ist nur, dass das Knochenhaar-Amtshaus dann im Jahr des Mauerfalls dann fertiggestellt wird und im Grunde man ja zurück zur Geschichte irgendwo gefunden hat, in einer rekonstruierten, nachrekonstruierten Geschichte, die nicht identisch mit dem ursprünglichen Gebäude. Meine Damen und Herren, wenn ich den Blick in das Publikum, in die Hörerschaft richtig interpretiere und sich keine Hände mehr recken und strecken, so möchte ich Ihnen ganz herzlich danken für Ihre Ausführungen. Also der Dank Ihnen für Vortrag und Diskussion. Ihnen danke fürs Kommen, fürs Interesse. Ich möchte nicht schließen, ohne darauf hinzuweisen, dass wir uns natürlich wiedersehen. Der nächste Termin ist der 12. Januar. Dann haben wir einen Gast aus der Schweiz. Das wird Dr. Thomas Fischer sein vom Graduate Institute in Genf. Der spricht über den KSZE-Prozess, jener Entspannungsprozess, der ja auch irgendwie schon diese Entwicklung vorausging, von der wir jetzt gerade eben noch gesprochen haben, der KSZE-Prozess aus der Sicht der neutralen Staaten, Schweiz, Schweden, Finnland, Österreich. Ich möchte das sicher nicht schließen, ohne Ihnen erholsame und schöne, gute Weihnachtsfeiertage zu wünschen und vor allem ein gutes neues Jahr.